Liebe Freundinnen und Freunde, Frank hat gestern ein wunderbares Wort zur Himmelfahrt gesprochen und ich möchte mich mit einem Gedanken anschließen. Abschied nehmen ist nicht immer, aber oft mit Trauer und auch mit Tränen verbunden. Ein binationales Paar, das aufgrund von Papierkrieg nicht zusammen sein kann, nur telefonieren kann, das ist einfach traurig. Oder wenn man sich von einem kranken oder sterbenden Mensch verabschiedet, das Zimmer verlässt, man weiß nicht, ob man wie und ob man diesen Menschen lebend wieder sieht. Das ist auch traurig, wenn man Adieu sagen muss. Oder auch die ganz, ganz kleinen Abschiede von Kindern, wenn man sie in die Kita bringt oder in den Kindergarten und sie loslässt, obwohl man weiß, dass es ihnen ganz, ganz gut geht. Das verursacht auch ganz, ganz kleine Abschiedsschmerzen. Mein Sohn zum Beispiel, wenn ich ihn in die Kita gebracht habe, der hat unendlich fest gebrüllt und Tränen vergossen, wenn ich ihn abgegeben habe. Und am Abend wollte er dann eigentlich überhaupt nicht mehr nach Hause. Maria von Magdala hat im Garten Gethsemane geweint. Ihr Rabbi wurde ermordet, er war tot. Doch sie erfuhr eine völlig neue Form von Begegnung und von Bestärkung und Nähe. Nicht mit Berührung und mit Festhalten, sondern in einer ganz neuen Präsenz und Intensität. Auch die Freundinnen und Freunde Jesu, die an Himmelfahrt ihren Rabbi in den Himmel auffahren sahen, haben geweint vielleicht und mussten eine neue Beziehung zu Jesus aufbauen. Zum Glück kam dann ein Engel und hat ihre tränenden Augen wieder geklärt. Ja, Tränen und Abschied, sie scheinen oft zusammenzugehören, aber eben auch nicht immer. Ich habe euch heute ein Gedicht mitgebracht, das auf eine andere Weise von Tränen handelt. Es ist die Ode an die Zwiebel von Pablo Neruda, dem wohl bedeutendsten Poeten des 20. Jahrhunderts aus Lateinamerika. Er nennt die Zwiebel Wunderwerk auf dem Tisch der armen Leute. Die Zwiebel, sie bringt uns zum Weinen, ohne dass sie traurig macht oder dass wir Abschied nehmen müssen. Er schreibt: Und wenn in der Küche das Messer dich zerschneidet, quillt die einzige leidlose Träne. Du machst uns weinen, ohne uns zu betrüben. Pablo Neruda nennt sie Stern der Armen. Beträufelt mit Öl, bestreut mit ein wenig Salz, tötest du den Hunger des Tagelöhners auf mühsamen Wege. Tränen. Oft sind sie mit Trauer und Abschied verbunden, manchmal aber auch nicht. Dorothee Sölle spricht von den Wassern des Lebens und bittet regelrecht um die Gabe der Tränen, denn sie können auch das Herz waschen. Es gibt so viele Tränen, traurige Tränen, aber auch Freudentränen, Tränen der Dankbarkeit, Tränen des Zorns, aber auch Zwiebeltränen. Wo immer ihr seid, ihr seid ein Segen, seid gesegnet.